Harry Buchmeier, Sprecher für Datenschutzangelegenheiten der SPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, hohes Haus. Bei Top 4, wie wir gehört haben, geht es um Anträge bezüglich des AKW Krysko, welche zum Inhalt haben, eine Laufzeitverlängerung bzw. eine Förderung mit öffentlichen Geldern des AKWs zu verhindern oder auch zusätzliche seismologische und geologische Untersuchungen im Zusammenhang mit Krysko einzufordern. Die Anträge fanden im Umweltausschuss deshalb keine Mehrheit, weil es bereits hier im Nationalrat beschlossene und umfassendere Positionen gegen Atomkraftwerke gibt. Es wurden daraufhin gemeinsame Entschließungsanträge formuliert, in denen die Bundesregierung aufgefordert wird, sich gegen alle AKWs, insbesondere in Grenznähe, einzusetzen. Krysko, wie wir gehört haben, ist ein besonders gutes Beispiel, mit welchem hohem Risiko ein AKW betrieben wird, liegt es doch auf einer Erdbebenlinie. Doch wie kritisch die Situation in Europa ist, zeigt ein aktueller Report. Demnach befinden sich die gefährlichsten AKWs in der Ukraine, in Frankreich, Belgien, Bulgarien, Tschechien, Großbritannien und Deutschland. Also fast überall. Das größte Risiko, das Durchschnittsalter dieser Anlagen beträgt bereits 30,6 Jahre. Wir sprechen noch nicht von Gefährdungspotenzialen mit Wirtschaftskrise, Managementproblemen, kriegerische Auseinandersetzungen, Sabotage, gezielter Terror, technische Unzulänglichkeiten, Materialermüdung, Schlampereien und anderes. Jeder verantwortungsvolle Atomexperte bestätigt inzwischen, es gibt kein wirklich sicheres AKW. Und genau genommen sitzen wir, statistisch gesehen, auf einer Zeitbombe. Das Ziel kann daher nur sein, ein Komplettausstieg aus der Energiegewinnung durch Atomkraft. Danke. Wirklich sichere Atomkraftwerke gäbe es nicht, sagt Harry Buchmeier, Sprecher für Datenschutzangelegenheiten der SPÖ. Das Ziel sei daher ein kompletter Ausstieg aus der Atomkraft.